Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung für heute Abend, Dienstag, den 21.01.2020. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf diesen Tag gefreut, denn heute hoffentlich erscheint das neue Abenteuer für Hearthstone Galakrons Erwachen. Es ist schon relativ lange her, dass Blizzard wirklich so ein Adventure in richtiger Form von einem Adventure rausgebracht hat und nicht irgendwie hier das Boom Laboratory oder wie das Ganze hieß. Und ich freue mich da tierisch drüber, weil man da auch neue Karten freispielen kann und die auch die Meta dann nochmal ein bisschen hoffentlich auffrischen. Heute Abend soll das erste Kapitel auf beiden Seiten freigespielt oder freigestellt werden. Das bedeutet also, es gibt in diesem Galakrons Erwachen Abenteuer die Möglichkeit, als League of Evil, also als die Evil Group, ich weiß gar nicht, wie heißt die denn eigentlich richtig, lass ich mich ganz kurz gucken, als die Schurkenliga, genau, oder aber alternativ als die Forscherliga zu spielen und somit verschiedenste Karten freizuschalten. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wann genau das Abenteuer live geht, aber ich werde auf jeden Fall mein Stream zwischen 20 und 20.30 Uhr wie immer starten. Da sollte das Ganze hoffentlich verfügbar sein. Es steht jetzt hier in dem Artikel nicht direkt drin, wann genau das Ganze losgeht, sondern nur 21. Januar. Und deswegen hätte ich mal gesagt, lasst uns da einfach reingucken, schauen wir mal, wie lange das Ganze geht. Und je nachdem können wir dann alternativ entweder schon mal die neuen Karten testen oder aber vielleicht dann danach noch ein bisschen was anderes zocken. Oder Battlegrounds, wer weiß, vielleicht habe ich da dann Bock drauf. Lasst mich auf jeden Fall wissen, auf was ihr dann später dann Bock hättet, wenn wir das Adventure dann durchgezockt haben, weil ich würde mal behaupten, dass diese einzelnen Kapitel oder die einzelnen, wie hießen sie denn nochmal hier früher, die einzelnen Flügel jetzt nicht so lange dauern werden, allerhöchstens so 1,5 Stunden würde ich für beide schätzen, je nachdem wie gut wir da durchkommen. Und deswegen, wie gesagt, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir danach noch ein bisschen was anderes zocken. Zusätzlich werden wir heute Abend noch ein goldenes Pack öffnen. Das gab es ja dazu, wenn man das Ganze pre-purchased hat. Und ich glaube, der pre-purchase endet heute Abend auch beim Release. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen guckt da lieber nochmal sicherheitshalber nach, bevor ihr dann nochmal hier 20 € ausgibt und dann habt ihr das Ganze nicht mehr. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die hier ein paar Informationen zum eigentlichen Abenteuer brauchen. Im Pre-Purchase sind einmal ein goldenes Pack dabei, die 35 Karten, die man natürlich freischalten kann und einen Kartenrücken für jeden Dude und zwar einmal für jede Fraktion, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, und zwar für das Buch der Forscherliga und für das Buch der Schurkenliga, die man jeweils einzeln durchspielen kann. Wenn ich es richtig weiß, Leute. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr. Das Ganze kostet, jedes einzelne Kapitel in diesem ganzen Abenteuer kostet entweder jeweils 6,99 € oder 700 Gold. Alternativ, wie gesagt, einmal 20 €, 19,99 € und dann hat man das Ganze in der Tasche. So, das soll es aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid heute Abend mit am Start. Wie gesagt, Start zwischen 20 und 20.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.